Und ich erteile das Wort Marc Bernhard, AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Letzte Woche ist meine Nachbarin freudestrahlend auf mich zugekommen. Sie hat einen Brief von ihrem Energieversorger in der Hand, der ihr mitgeteilt hat, dass sie ab 1. Juli nicht mehr 33 Cent je Kilowattstunde zahlen muss, sondern nur noch 27. Überrascht hat sie mich gefragt, ob die EEG-Umlage tatsächlich ab Juli wegfallen würde. Ich habe dann geantwortet, ja, bei der Stromrechnung schon. Das hat sie aber dann doch aufhorchen lassen, und ich musste ihr erklären, richtig ist, dass die EEG-Zahlung nicht wegfällt, sondern künftig nur anders finanziert wird, nämlich nicht mehr direkt über ihre Stromrechnung, sondern über Steuern und Abgaben auf Energie. Also immer dann, wenn sie Brot beim Bäcker kauft, im Supermarkt ihre Einkäufe erledigt oder Dienstleistungen beim Handwerker bestellt. Was wir hier von der Regierung präsentiert bekommen, ist also nichts anderes als eine Mogelpackung, die eine Entlastung suggerieren soll, aber in der Realität nichts, aber auch gar nichts an den Energiekosten ändert. Und warum haben wir in Deutschland trotz Ihres Taschenspielertricks immer noch die höchsten Strompreise der Welt? Weil selbst nach Aussage des Wirtschaftsministeriums Windenergie nur zu 5% immer sicher zur Verfügung steht. Das bedeutet, dass sie eben zu 95% nicht sicher zur Verfügung steht. Und wir deshalb neben jede Windindustrieanlage ein konventionelles Kraftwerk mit der gleichen Leistung stellen müssen, damit das Licht eben nicht ausgeht, wenn gerade mal kein Wind weht. So haben wir im Sommer mittags meistens viel zu viel Strom im Netz und müssen deshalb unsere Nachbarländer bitten, uns diesen Strom abzunehmen und ihnen dafür auch noch viele Hunderte von Millionen Euro bezahlen, damit unser Stromnetz nicht zusammenbricht. Während wir dann in der Nacht, wenn gerade kein Wind weht, Strom zu exorbitant teuren Preisen aus dem Ausland importieren müssen. Und dieser Irrsinn führt dazu, dass wir in Deutschland doppelt so hohe Strompreise haben wie in unseren Nachbarländern. Und wieso zahlen die auch sonst nur die Hälfte? Ganz einfach, sie setzen auf Kernenergie. Belgien verlängert die Laufzeiten seiner Kernkraftwerke um 10 Jahre. England baut 6 neue. Frankreich, Schweden, Holland, Tschechien setzen sowieso auf Kernenergie und erzeugen damit günstigen Strom und sind vor allem von russischen Energieimporten unabhängig. Außerdem entlasten sie ihre Bürger durch massive Steuersenkungen. So senkt Holland die Mehrwertsteuer auf Energie von 21% auf 9%, Belgien von 21% auf 6%. Und in Griechenland zahlt der Staat sogar ein Drittel der Stromrechnung. Und was macht die Regierung in Deutschland? Taschenspielertricks und sonst gar nichts. Dabei wäre es doch eigentlich so einfach, allein durch die Laufzeitverlängerung unserer 3 noch aktiven Kernkraftwerke und die Reaktivierung der 3 kürzlich heruntergefahrenen, könnten wir sicheren und preiswerten Strom erzeugen und damit die kompletten Kohleimporte aus Russland innerhalb kürzester Zeit ersetzen. Wir müssen es machen wie unsere europäischen Nachbarn. Die Steuern auf Energien senken, Mehrwertsteuer auf Null und CO2-Steuer abschaffen. Herzlichen Dank. Und der Kollege